Deutschlandfunk, Sternzeit. 14. September, 700 Quadratmeter Mond in Köln. Wenn die Astronautinnen und Astronauten nicht zum Mond kommen, dann kommt der Mond eben zu ihnen. In Form einer gewaltigen Trainingshalle, die den lunaren Bedingungen nachempfunden ist. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln-Porz wird demnächst die Mondsimulationsanlage Luna eingeweiht. In der Halle liegt meterhoch mondähnlicher Staub. Kleine Krater und Felsen geben der Landschaft ein lunares Gepräge. Menschen können sich in eine Vorrichtung einhängen, sodass sie nur noch ein Sechstel ihres Gewichts und damit die reduzierte Schwerkraft auf dem Mond spüren. Luna, betrieben von ESA und DLR, das rund 25 Millionen Euro investiert, soll helfen, die Raumfahrtmissionen der kommenden Jahrzehnte vorzubereiten. In der Halle werden Astronautinnen und Astronauten mögliche Einsätze auf dem Erdtrabanten trainieren. Mondsonden sind dort sehr wirklichkeitsnah dem berüchtigten Mondstaub ausgesetzt. Es lassen sich sogar ganze Missionen durchspielen, etwa wenn ein Rover in Köln vom Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen aus gesteuert wird. Allerdings ist eine Mondsimulation immer nur sehr eingeschränkt möglich. Der 14-tägige Wechsel von Tag und Nacht lässt sich noch nachstellen. Doch in Luna wird es weder kochend heiß noch eisig kalt wie auf dem Mond und Vakuum herrscht dort auch nicht. Wann das nächste Mal ein Mensch seinen Fußabdruck auf dem Mond hinterlässt, ist offen. Doch schon bald gibt es solch berühmte Spuren in der Mondlandschaft von Köln.